Willkommen zurück bei Pokémon Team Rocket Edition und es geht weiter. So, jetzt verwenden wir erstmal Surfer und schauen uns diese Höhle an. was machen wir in dem Part? Wir schauen uns die Höhle an. Genau, wie schon gesagt. Die Level der Pokémon, unsere Pokémon sind sehr schwach für unsere momentanen Verhältnisse. Ich schaue noch mal ein wenig rum. Ach ja, ich hab in der Karte nachgeschaut und zwar sind wir schon ziemlich weit. Wir brauchen nicht sehr viel noch, also wir brauchen nicht mehr viel für die Top 4. Also bald sind wir bei der Top 4, in so 10 Parts wahrscheinlich schon. Ich zeige euch mal schnell die Karte, dann seht ihr es. Nehmen wir mal die Town Map mit. Nein, nicht das, ich hab mich vertippt. Ich habe mich vertippt, so eine Scheiße, das gibt es doch nicht, so jetzt öffne ich die Town Map. Nein! Ja, wir sind hier und die Pokémon Liga ist hier. Also ihr seht, es ist nicht mehr viel, was wir machen müssen. Jetzt geht es wahrscheinlich durch diese Höhle da. Dann kommen wir hier hin, vermute ich mal, und dann hier, ja, geht's ja nach unten, zur nächsten Stadt, glaube ich, oder zu, nee, noch, was, ist das? Moment. Hier sind zwei Höhlen, einmal und zweimal. Oh Gott, wir müssen durch zwei Höhlen, um durch die, um zur Top 4 zu kommen, glaube ich, zumindest. Ich bin mir da nicht sicher. Aber ich werfe jetzt mal einen Blick in die Arena, um zu schauen, was für, Pokémon da eingesetzt werden. Ich schau mal in die Arena, um zu schauen, welche Pokémon es dort gibt. Ja. There is nothing else like living in the ocean. The feeling. The rush. I love it all. Wahrscheinlich ist es die Bodenarena. Okay, die Arena sieht ja komplett anders aus. Do you think you can win? Yeah. Believe me, you won't. It's good enough to be in the Elite Four. Okay, das ist wahrscheinlich die erste Arena, die ist ein bisschen verändert. Also vermute ich, dass es hier Steins-Pokémon gibt. So, aber was wir ja eigentlich wollen, wir wollen ja in die Höhle, also gehen wir in die Höhle, aber ne, schauen wir uns zuerst noch die Häuser an, vielleicht finden wir da noch ein paar Items. Okay, hey, mit Stärke. Give me the Strange. Give me Strange. Okay. So. Welches Pokémon bringen wir Strange denn bei? Steht gar nicht in dem Moveset drin. Ich würde mir überlegen, ob ich Stragoran beibringen soll, wenn Alduin Nichuna sich entwickelt. Also momentan kann keins unserer Pokémon Stärke. Vielleicht schauen wir später nochmal vorbei. Surfen wir zuerst noch. Und schauen uns die anderen Häuser an. Vielleicht finden wir noch weitere Items. Hier ist nichts, glaube ich. Okay, Safari, Swat is old, but still active. All his tales are for sword. When I go to the Poké Safari, I have to swim on my Pokémon. Okay, die Stimme war jetzt total falsch, aber egal. You've been on the Pokémon Safari? So does that mean you've met the warden? He's amazing. Okay, hier ist nochmal die Karte. Ja, wir sind jetzt da. Hier. Und das Pokémon Center ist wahrscheinlich da oben irgendwie. Ich check das nicht so ganz. Naja, macht nichts. So. Oh, Surfer. Okay, gibt es hier noch irgendwelche Häuser? Da ist das Pokémon Center. Hier ist die Höhle. Und hier ist ein Amoroso. Naja, gehen wir in die Höhle. Nein, nicht verlassen, sondern in die Höhle gehen. So. Oder wollen wir zuerst in die Arena schauen? Na komm, lassen. Ja, gehen wir in die Höhle, wir müssen eh trainieren. Oh je. Und ein Item. Ein Gegengift. Naja, das werden wir hier kaum brauchen. Wahrscheinlich wurde dieser. Wahrscheinlich ist es der Fatania-Wald. Im Originalspiel, weil Gegengift findet man typischerweise nur in dem Verteilerwald. Ein Tränke ebenfalls. Dann müsste es hier noch ein Pokéball geben und noch ein verstecktes Gegengift irgendwo.
Und hier ist ein weiterer Trainer. Werden wir diesen Trainer besiegen können? Mit unseren 50er Pokémon. Ich riskier's. Hey! Watch you step, Punk! Ja, und ist ein Käfersammler hier, die gibt's auch normalerweise im Verteilerwald. Satsenia, seit wann ist Satsenia ein Käfer-Pokémon? Egal. Was machen wir denn? Mach mal Rap-Taktik, ne? Die Rap-Taktik. Die gute alte Rap-Taktik. Eigentlich sollte man zuerst die Arena machen. Aber ist ja egal. Ist ja egal. Wir können es so spielen, wie wir wollen, das Game. Body Slam! Oh, scheiße, ich wollte ja warten, aber nee, wir sind ja jetzt vergiftet. Gut, dass wir Gegner gefunden haben. Okay, ich kann kein Sächsisch. Oder Bayerisch oder was auch immer. Ah, ich kenne Bayerisch. Ich muss eigentlich Bayerisch kennen. Ich muss eigentlich Bayerisch kennen. Ich muss Bayerisch kennen. Sonst kann ich mir keine echte Bayern nennen. Oh Gott. Bevor ich hier weiter Bayerisch rede, jetzt hör auf mit dem Wicker-Attack. Herrgott, zocker mit nochmal. Hör auf mich zu nerven hier. Hör auf. Jetzt auch. So, jetzt kriegst du aufs Maul. Aufs Maul, ja. Okay, jetzt wird es zu Tode gerappt. Ah, oh, was ist beim Schuss noch? Oh, ich wollte noch Traumhut einsetzen, Schuss verfahren, aber egal. Eine Attacke hat es noch gehabt und ja. Oh, so viele Erfahrungspunkte. Bald haben wir einen Dragoran. Vielleicht sogar schon in diesem Part, wenn wir gut sind. Kangama. Thunder Wave. Oh, Silberblick. Ich habe solche Angst. Oh nein, ein Silberblick. Okay. Body Slam! Hutenschlag. Na gut, ich werde jetzt rappen. Da, 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 da. Was ist passiert? Kann ich zurückspulen? Nein, leider nicht. Verdammt, das war bestimmt ein Mega-Hieb oder sowas. Irgendeine Killer-Taktik. Killer-Attacke. Ich würde jetzt gerne das Toxin einsetzen, aber Kangami ist ja schon paralysiert. Naja, egal. Nimm's mal ein schönes Schlammbad, ne, damit es noch mehr stinkt als jetzt. So, hier, das Fell wird schön schmutzig gemacht von diesem Kangama. Achso, vielleicht wurde es gewonnen, weil es von einem Leer getroffen wurde. Wahrscheinlich mehrmals. Das wäre eine Möglichkeit. So, Bugcatcher hätten wir besiegt. No, you're a punk! Und hier ist noch ein Trainer. Nein! Und hier ist ein Item. Ja! Ein Pokéball. Nein! Nein, das wird wahrscheinlich der ich wollte schon letzter sagen, aber da ist noch einer. Na nee, gut, den schaffen wir auch noch. Er hat zum Glück eh nur ein Pokémon. Mau Meile. Er will 64, leck mich fett. Na gut, Panzerschutz. Was mache ich da eigentlich? Was mache ich da eigentlich? Ich weiß, dass Kampfattacken gegen Eis-Pokémon sehr effektiv sind. Aber trotzdem setze ich mal aus so sein und kämpfe immer noch weiter. Was ist denn los jetzt? Geowurf. Oh, das wird's überleben zum Glück. Geowurf zieht ja 64 KP ab. Stärker als ein Drachenhut. So, und jetzt Rest in Peace. So, und dann kommt die Pokéflöte und Protect ist wieder fit. Submission hat übrigens, wobei er kann seine Attacke unendlich mal einsetzen. Nein, ich hab's ganz vergessen. Denn in dieser Generation haben die gegnerischen Pokémon unendlich AP, was sehr unfair ist. In der zweiten haben sie AP, zum Glück. Seismiktos! Seismiktos! Geowurf! Ich versuch's mal einzufrieren, wir müssen ja auch schließlich mal angreifen. Wir können uns ja nicht nur ständig verteidigen. Silberblick, jetzt ist unsere Verteidigung wieder im Arsch. So, Eisstrahlnummel. Austausch, du schaffst es. Du schaffst es, dieses Kampf-Pokémon zu besiegen. Ich glaube an dich. Einmal Eisstrahl noch und... Yeah. Protecti ist so cool. Und Level 54 für Protecti. Das Pokémon mit dem höchsten Level, was wir haben. I give you good at this. Oh my goodness. Du willst nicht kämpfen? Shoot, I just jumped. Er will tatsächlich nicht kämpfen. Okay, hier ist der Ausgang. Yay, yeah, wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Ich muss nachschauen. Where we are. Where we are. We are here.
Gott, okay, dann ist das wohl die nächste Stadt. Mikiobulu. Mikiobulu. Wahrscheinlich ist doch die letzte Arena. Und was ist das für ein Pokémon? Es ist ein Tauros. Ja, mit Level 60. Also man kann hier sehr gut trainieren jetzt. Und es lässt uns nicht fliehen. Lass mich fliehen, du A! Friss Popel! So! Oje, oje. Ja, hier brauchen wir zwei Schneider. Und hier finden wir einen Carpador, Händler. Ausgerechnet in der letzten Stadt, ist ja klar. Hello there! That's a good idea just for you! I'll let you have a smaller Magikarp for just 500. What do you say? Ja, James got Magikarp. Do you want to give a nickname to Magikarp? Hätte ich jetzt keinen Austausch, würde ich es glatt ins Team reintun, aber... Naja. Ich wollte schon das ganze Let's Play über einen Gyarados haben. Und dann erfahre ich erst, dass der in der letzten Stadt ist. Ist das nicht toll? Bla 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 bla. So. Okay, hier brauchen wir jetzt eine Schneide. Anscheinend ist es das einzige Haus hier in diesem... in dieser, ich sage es mal, Stadt. Okay, ich schau mal nochmal auf die Karte nach. Also jetzt weiß ich einen Punkt, wo ich trainieren kann. Das werde ich dann offscreen machen, dann wird der Part heute leider ein bisschen kürzer, damit ich Zeit zum Trainieren habe. Fluted Cave. Okay, wir waren in der Fluted Cave und hier ist die Arena, die wo wir nicht gemacht haben. Naja, aber machen wir sie einfach mal jetzt, die Arena. Pokémon sind hier ein bisschen stärker, weil, ja, Tauros, oh Gott, ein wildes Tauros. Oh Gott, Level 58, ich habe Angst. Nicht. Nicht. Da sage ich nur eins. Boah, oh, er ist schneller. Jetzt aber, Body Slam! Ach, das habe ich geliebt immer. Bei meiner Game-Edition habe ich das ständig gesagt. Body Slam! Okay, gehen wir nochmal durch die Höhle in die nächste Stadt. Wir hätten auch Fliegen einsetzen können, aber dafür bin ich jetzt zu faul. Und gehe lieber durch eine Höhle. Dum, 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 dum. Wir sind bald in der Pokémon-Liga. Wir sind bald in der Liga, Liga. Dort gibt es viele starke Pokémon, die uns alle töten wollen. Wir sind bald in der Top Hop 4. Dort gibt es sehr viele starke Pokémon. Und wir sind durchgekommen, ohne dass ein Pokémon auftaucht. Man mag es kaum glauben. Okay, Protective Surfing. Gehen wir zuerst in die Arena. Ich hab mir die Höhle eigentlich größer vorgestellt, aber naja. So, nochmal Surfing. Die Arena müsste hier sein, wenn ich mich nicht irre, da ist sie nicht. Dann ist sie weiter oben. Da ist sie, da ist sie. Ja, da ist sie, genau. Ja, hier, da, den haben wir schon angequatscht. So, jetzt kämpfen wir gegen die Trainer. Are you scared? I think you're still too young to become champ. Ich glaube, du bist zu jung, um Champion zu werden. Glaubst du? Yeah, Rocker. Na, hörst du auch regelmäßig Rammstein? Warum sind alle Level höher als unsere? Gott. Wahrscheinlich hat der Arenaleiter auch 60er Pokémon. Allerdings hat er dann wahrscheinlich 6 davon. Was unseren Sieg dann erschweren wird. Ich kann es den ganzen Tag. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Hyperheiler. Ja, natürlich, okay. Erinnert mich damals an in der Game-Edition, da wo ich ständig das Onix vom Rocco paralysiert habe und der sich auch ständig wieder geheilt hat. Na gut, ich kann jetzt den ganzen Tag trainieren. Wie viele Hyperheiler hast du eigentlich? 4, das ist jetzt der Fette gewesen. Hör auf dich zu heilen, Alter. Alter, hör auf dich zu heilen. Okay, das war wahrscheinlich sein letzter, sein 5. 5 ist eine glatte Zahl. Kann mir kaum vorstellen, dass er jetzt mehr als 5 hat. Na also, jetzt greift er mit Slam, weil er keinen Hyperheiler mehr hat. Ja doch. Bla bla bla, jetzt wirst du gerappt, Alter. Alter, du wirst voll zu Tode gerappt, ey. So, Level 53, bald haben wir einen Dragoran. So, wenn wir Glück haben, sogar in diesen Parts. Body Slam! Also momentan sehe ich nur Drachen-Pokémon. Dragonier,
Cedra. Also, ja. Na, Seemon ist zwar kein Drachen-Pokémon, aber es sieht aus wie ein Drachen-Pokémon. Oh Gott, wahrscheinlich hat der Dragoran als stärkstes Pokémon der Arena-Leiter, vermute ich mal. Naja, gut, da können wir unser Austausch trainieren. Wir haben ja einen Austausch des Eisstrahlkern. Und Eisattacken sind sehr effektiv gegen Drachen. Okay, den hätten wir erledigt. Und das war schon. Das ist schon der Arena-Leiter. Na gut, schauen wir uns das schnell an. I'm Rocky! Was, du bist die Rocky, Officer Rocky? Okay, dann muss ich eine weibliche Stimme machen, wahrscheinlich wieder ein Transvestit. I'm Rocky, contrary to my name, I only specialize in Dragon Pokémon. Bring it on! Okay, Rocky, was ist denn los mit dir, hm? Okay, Dragonier ist erstes Pokémon, Level 59, oh Gott, Dragonier gegen Dragonier, wer wird gewinnen? Arena-Leiter, Kampf gegen die Transe, ne Transe, jetzt kommt Nüla, geiler. Ja. Okay, er setzt Dragon Age ein, aber er weiß nicht, dass man einen zu Tode werfen kann. Oh Gott, sein Dragonier kann Hyperstrahl, weiß auf Level, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh! Oh Gott. Oh, Gyarados. Gyarados ist auch kein Drachen-Pokémon, aber es sieht aus wie ein Drachen. Und viele meinen, es sei ein Drachen-Pokémon, also ja. Okay, Drachen ist eine Elektro-Attacke gut. Also gegen Gyarados ist eine Elektro-Attacke vielfach stark. Deswegen wechsle ich jetzt zu Kiffer mit einer Donnerblitz-Attacke. Thunderbolt. Thunderbolzen. Oh Gott, es hat sogar überlebt, obwohl es vielfach stark ist. Was ist das? Bites. Das ist wahrscheinlich Schädelwumme, glaube ich zumindest. Aber er wird gar nicht zum Zuge kommen, weil wir ihn jetzt gekillt haben. So, das war sein zweites Pokémon. Jetzt kommt noch ein Dragonier. Sein letztes Pokémon ist bestimmt ein Dragoran. Darauf gehe ich hier jede Wette ein. Na gut, ich wechsle zu Dragonier und wechsle sofort wieder, damit Albinia Junior Erfahrungspunkte kriegt. Wir wollen es da in diesem Part entwickeln. Er setzt Agilität ein. Seine Initiative ist jetzt auf plus 2. Er zieht uns 40 KP ab, das interessiert mich wenig. Weil jetzt gibt es gefrorenen Drachen. So. Ah, schade, es ist... Ah, die Beine. Na gut, stört mich nicht so wirklich. Da wird er eingefroren. Wir werden ihn tief kühlen und dann in unserem Tiefkühlcontainer einsperren und ihn dann 100 Jahre lang verrecken lassen. Aerodactyl, auch kein Drachen-Pokémon. Er hat bestimmt die Pokémon, die Siegfried hat, fällt mir irgendwie auf. Oh Gott, Level 61, ich leck mich fett. Das kann bestimmt Hyperstrahl, darauf gehe ich auch jede Wette ein. Na, ich gehe mich schon aus mit Drachen-Pokémon. Takedown, er greift mit Bodycheck an. So, und jetzt testen wir Surfer. Ja, ich sag doch, er kann Hyperstrahl. Scheiße! Überlebe! Boah, gut. Und so, sehr effektiv. Ich hätte auch Eisstrahl einsetzen können, aber egal. Oh, Volltreffer, sehr schön. Und jetzt kommt sein Drago an. Ja, Dragonis, das ist bestimmt Dragoran. Ja, seid doch, sein letztes ist ein Dragoran. So, ich wechsle, ja. Stimmt eigentlich, insofern. Also habe ich da nichts gerade Falsches gesagt. Und natürlich Hyperstrahl. Ich hätte ein Pokémon zum Opfern rausschicken sollen, damit Protecti eine Runde hat fürs Erholen. Naja, jetzt muss ich improvisieren mit anderen Pokémon. Ich versuche es mal zu vergiften mit Toxin. Eigentlich heißt es Toxin und nicht Toxin. So, okay. Jetzt haben wir es paralysiert, vergiftet mit Toxin. Und jetzt können wir nur noch das Wartespielchen spielen. Ich könnte jetzt sogar Finale einsetzen und wir würden, glaube ich, gewinnen. Ja, ich glaube, ich mache das Verfahren einfach mal. So, Self-Destruct. Ich weiß, es ist jetzt zwar ein bisschen blöd, aber naja, ist ja auch egal.
So, boah, Volltreffer. Nice. Und jetzt kriegt Dragon mir volle Erfahrungspunkte. Ja, nee, doch nicht. I took you for granted. As proof of your victory, here's the Boulder Badge. James the Cave, the Boulder Badge. Take that intro to the Pokemon League with you. Damis Scott 6237 for winning. Bite, take this with you. Geduld ist es. Geduld könnten eigentlich Austausch beibringen. Fällt mir jetzt so auf. Nö, lass uns mal. Ich habe so viele Attacken in meinem Moveset ignoriert. Geduld ist eine richtig gute Attacke, wenn man sie richtig einsetzen kann. Okay, James steigt auf Protecti. Okay, schauen wir uns das schnell an. Jetzt haben wir den ersten Orden. Yep. Gut, jetzt brauchen wir nur noch drei Orden. Fast drei, ich dachte, es sind nur noch zwei. Moment, schauen wir uns mal die Städte an. Nein, Town Map, wo ist die Town Map? Town Map, Town Map, wo ist die? Town Map, wo ist die Town Map? Hier ist die Town Map. Okay, hier ist... Hier ist eine Arena, bestimmt. Aber wo ist dann die... Hä? Drei Arena. Also wir brauchen noch drei Orden. Also hier? Haben wir irgendeinen übersehen? Kann das sein? Hier war keine, also doch die... Hier war eine, oder? Kann das sein? Wir haben irgendeine Arena übersehen. Oder ausgelassen. Also hier ist keine, das ist unsere Stadt. Also Anfangsstadt, hier ist keine, das haben wir extra kontrolliert. Felsburg City. Da war die Wasserarena, genau. Dann Larimar Town ist Lavandia, da war keine. Hier war eine, das war der Donnerorden. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Kaya Night City. Oh Gott, ich kenne mich hier nicht lang. Ich bin hier völlig verwirrt jetzt. Oje. Es ist nicht leicht, einen Pokémon-Hack zu spielen, wenn man ihn zuvor noch nie gespielt hat und er ihn jetzt playen muss, während man nebenzu noch kommentieren muss. Also, das ist ja eine doppelte Herausforderung jetzt. Irgendeine Arena übersehen. Da gehe ich jede Wette drauf ein. 1, 2, 3. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Also, naja, wir haben noch 8 Minuten. Ich glaube, ich werde für die nächsten 8 Minuten. Ja, normalerweise mache ich es offscreen, aber machen wir noch die letzten 8 Minuten ein bisschen trainieren, und zwar inscreen. Zwillinge! So, wer von uns ist der Richtige? Ey, dieser Rechte macht mir alles nach, ich bin eigentlich der Linke, wisst ihr? Ach, egal, komm, das ist mir zu blöd jetzt. So. So, ich werde jetzt offscreen trainieren. Ich glaube, den Sound schalte ich dafür aus und mache eine andere Musik rein. Weil ich glaube, das ist ein bisschen nervig, die Musik. Moment, ich mache mal schnell Pause, damit wir eine Trainingsmusik haben. Okay, hier bin ich wieder. Und jetzt ist die ich habe vergessen, die Musik auszumachen. Moment. Sound. Stumm oder aus. Ich mache mal aus. So, jetzt. Jetzt wird getrainiert. Und zwar mit Speed. Und jetzt taucht kein Pokémon auf. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Kein Pokémon taucht auf. Waren wir gerade im Wasser? Egal, komm. Hey, es taucht hier kein Pokémon auf. Egal, komm, gehen wir da durchs Gras. Ach ja, mein Char läuft jetzt leider ein bisschen schneller, weil die Musik aus ist. Und, ja, weil da mehr Leistung erzielen kann, der Emulator. So, hier können wir trainieren. Thunderwave! Und Rap. Rap. Jetzt wird gerappt, Alter. Rap. Rap, hallo. Ah, der Web ist zu hoch für Wirbelwind. Ich mache jetzt mal mein Mikrofon ein bisschen weg, damit ihr mein Tastengetippe hier nicht gerade nicht hört. Ah. Nein! Verdammt! Naja, zum Glück ist hier direkt nebenan ein Pokémon-Sender. So mache ich das immer trainieren. Oh, Mr. Mime. Mr. Mime, was geht? Na? Lust zu rappen? Antimas! Oh, noch ein Level, da haben wir einen Drago ran. Was war das denn jetzt? Takedown!
Ja, die Musik, die ihr gerade hört, die ist vom Poke Remix Studio. Könnt ihr einfach auf YouTube finden. Einfach Poke Remix Studio eintippen, dann findet ihr seinen Kanal. Er macht richtig gute Pokémon Remixe, da habe ich mir alle runtergeladen. Und ich habe ihn sogar abonniert. Ohne jetzt Werbung für den machen zu wollen. Oh Gott, wahrscheinlich kommt jetzt gleich ein Wirbelwind. Ach, natürlich. Natürlich kommt ein Wirbelwind. Ich hab's dir gesagt. So, weiter bin wir ein Dragon. Kein Takedown jetzt, ich wechsle vorsichtshalber. Surfer. Oh, Ditto, cool. Was war das? Ist das ausgesetzt, oder? Tja, das kannst du nicht einmal verwandeln. Unglaublich. Nein! Sludge. Oh, Explosion. Okay, vergessen wir Finale, ist ja quasi wieder nur ein Upgrade. Self-Destruct für Explosion. Und damit ist auch übrigens das Moveset für Kiffer fertig. Das heißt, wir haben jetzt drei Pokémon, der Moveset passt. So, Ice Beam. Scheiße, warum setzt ihr eigentlich Protect ein? Ich will ja Dragoran. Ich will ja einen Dragoran haben, ne? Da muss ich ja Dragon hier trainieren. Wie viele Erfahrungspunkte sind es eigentlich noch? 5700. Oh meine Fresse. So, wahrscheinlich kommt jetzt gleich wieder ein... Na, doch nicht. Was war das denn jetzt? Ein Level-Up? Das war Protecti, okay. Bei Alduin Junior lernt vor seiner Entwicklung noch den Hyperstrahl. Und dann erst entwickelt sich. So, und jetzt Ah, verdammt. Wirbelwind. Ich hasse Wirbelwind. So, 2000 Erfahrungspunkte hier. Body Slam, Body. Oh, verdammt. Nein, jetzt aber da. Hier, lass mich fliehen, du Arsch. Ich will meinen Drago nie trainieren. Hör auf mit Genesung da rumzufummeln. Hier, da. Drachenwut, Drachenwut! Und tauchen jetzt auf einmal Kadabras auf. So. So, Kadabra habe ich gekillt mit dem Gift-Pokémon. Na, da kann ich gleich fliehen, es setzt eh Wirbelwind ein. So, jetzt hier, das wird zu Tode gerappt. Oh mein Gott, das kann ja Jahre dauern. Ja, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Moment, geduldet euch noch ein bisschen, okay. Ich glaube, einen Kampf brauchen wir noch, damit es sich entwickelt. Ich greife mal mit Body Slam. Body Slam ist. Oh, Body Slam ist sogar effektiver. So, und jetzt mache ich mal Musikstopp und mache die Musik wieder an, damit wir die Entwicklung beobachten können. Ein. So. Alduin is trying to learn Hyper Beam. But Alduin Jr. can't learn more than 4 moves. Delete another move to make room for Hyper Beam, yes. Okay, welche Attacke vergesse ich denn? Naja, ist also... ich war zufrieden mit dieser Rap-Taktik, aber leider muss ich jetzt Rap verlernen lassen. Und Alduin Jr. lernt Hyper Beam. Und es entwickelt sich. Damit haben wir ein perfektes Dragoran! So, jetzt Nutte her, ich krieg jetzt einen geblasen. Okay, Alduin Junior ist jetzt offiziell ein Dragoran. Ihr seht, Dragoran spielt auf Angriff, auf normalen Angriff. Und die Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level ist ja krank. 10.595. It's over 9.000. Na gut, ich glaube, den Part werde ich jetzt beenden. Und dann werde ich alle Pokémon bis Level 60 trainieren und zwar offscreen. Ich frage mich, wie lange es dauern wird. Wahrscheinlich nicht so lange wie beim letzten Mal, auch wenn es höhere Level sind. Aber naja, jetzt haben wir alle unsere Pokémon voll entwickelt. Wir haben einen Dragoran. Wir haben einen... Moment, wir haben einen... Wir haben einen... Was ist das? Wir haben einen Smogmog. Wir haben einen Simsala.
Wir haben... Ach, komm, nicht schon wieder dick. Wir haben einen Arcani. Und wir haben einen Satzenia. Mit diesen Pokémon werden wir in wenigen Parts gegen die Top 4 antreten. Und wir werden dann dieses Let's Play abschließen. Aber zuerst müssen wir sie erst trainieren. Auf Level 60. Natürlich aufscreen. Also Leute, ich mache jetzt Tschüss. Also ich sag jetzt Tschüss und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Mit 60er Pokémon. Hier an dieser Stelle vor dem Pokémon Center wieder. Bis dann. Ciao.